Und was wir jetzt genau machen müssen, habe ich keine Ahnung. Halt durch, Paige. Ich hol dich da raus. Ich glaube, es geht wahrscheinlich darum, um das alles zum Leuchten zu bringen. Also wenn ja, dann wird das sicherlich nicht leicht. Gucke ich mal, ob wir das hinkriegen. Oder was denn passiert, wenn wir das jetzt schaffen hier. So. Ich versuche mal, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ob das hier richtig ist, was ich hier gerade vorhabe. So. Aber wir bringen so auf jeden Fall den äußeren Ring zum Leuchten. Doch. So. Na. Vielleicht haben wir den ersten Ring fertig. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob die sich dann senken oder nicht. Okay, erster Ring. Cool. Okay. Jetzt ist es so eine Art Raute. Aber eins fehlt. Nee, es ist gar keine Raute. Was soll denn das? Ach Mann, bleib doch nicht immer hängen. Okay. Nein. Wir müssen das ein bisschen anders machen. Oh. Zufall, aber hat funktioniert. Okay, ich mach das einfach so. Da mussten wir jetzt auch nicht großartig viel machen. Paige ist befreit. Ja, jetzt ist Paige befreit. Hoffen wir es mal, dass es dem gut geht. Dem guten alten Onkel Paige. Der Han Solo von Beyond Good und Evil. Was, er ist tot? Das kann doch nicht sein. Ist Double H überhaupt ausgebildeter Mediziner? Ich glaube nicht. Ich werde dich holen. Ich bring dich nach Hause. Jetzt zu lange gebraucht. Ich hoffe nicht, dass es deswegen ist. Können wir... Paige, sag etwas. Wir können immer noch die anderen Opfer retten. Wir müssen den Bericht fertigstellen, Miss Jade. Ja, was sollen wir denn machen jetzt? Auf. Sorry. Wir müssen ein Bild davon machen, um die Leute wach zu rütteln. Mann, ich will nicht das nach ihm werfen. Ich hasse sowas. Das ganze, der ganze Weg hierher umsonst. Er hat sein Leben für, dem Kampf für den Frieden gewidmet. Jetzt liegt es an Ihnen, den Kampf fortzusetzen, Miss Jade. Außerdem sind wir ja noch hier, um anderen Leuten zu retten.
Ach so. Geben Sie die Deckung nicht auf, Miss Jade. Wir müssen zuerst die Informationen übermitteln. Keine Ahnung, was für Informationen er redet. Oh Gott, jetzt kommt wieder so eine Schleichpassage, die ich so liebe in dem Spiel. Ist doch nichts. Was soll ich denn hier? Ups. Ach so, hier gibt's nach links und rechts. Gar nicht gesehen, dass es hier nach links und rechts geht. So. Jetzt wird's da crunchy. Okay, wir könnten versuchen, gegen die zu kämpfen, aber... Hey, hey, alles klar? Eindringling! Eindringling! Hä, wie hat der geschossen? Ist das? Oh, das war ja ein toller Kampf. Der ging ja richtig gut. Blöde Dom Z. Ich mache euch alle platt. Ihr Schweinebacken. Für Paige. Nee, ich glaube nicht, dass Paige draufgegangen ist. Der kommt bestimmt wieder. Da kann ich einfach so sterben. So total... Nein, nicht taktlos, aber einfach nur so. Zack, weg. Ich glaube irgendwie nicht dran. Nein, 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 nein. Kamera, böse. Ich habe keine Ahnung, was wir hier für Fotos machen sollen. Von was, warum, wieso, weshalb. Ah, ja, toll. Gut, dass ich einmal drum herum gelaufen bin. Das große Gewölbe. Wir haben es erreicht. Und wir sollen vom... Hochpriestern ein Bild machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Oh, Jesus. Das nächste Rätsel. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich laufe einfach mal. Ja, da hätte ich auch gleich hingehen können. Na egal. Ich glaube, zu dem Blauen kommen wir gar nicht. So, aber hier ist richtig, deswegen... Green... Das sollte uns eine Spur sein. Wer ist das? Achso. Das wäre irgendwer in einem speziellen. Sie brauchen mich genauso sehr, wie ich Sie brauche, Eure Exzellenz. Der General. Ich fühle das Leben verlässt. Und finde mir das Mädchen. Ja, jetzt kommt irgendwelches komisches Gebla. Ja, was soll's, Foto hier.
will ihm jetzt nicht länger zuhören, wie er mich verunglimpft in seiner komischen Dom-Z-Sprache. So, Bericht veröffentlichen, um die Gouverneurin zu überzeugen, den Code zu entschlüsseln. Welchen Code? Shawnee, Double H. Schnell, verbreitet den Bericht mit dem Sender und ganz Hillis wird mit uns sein. Die Gouverneurin wird euch sicher wieder helfen. Ja, natürlich wird sie das. Shawnee, Warbites, Metal. Shawnee, Dunstenbra. Zu nah. Das dachte ich mir schon. Na gut, dann hauen wir jetzt ab. Tun wir so einfach, als ob wir nicht da gewesen sind. Was ist es überhaupt für ein total sinnloser Gang dahin, um die Leute zu beobachten, oder was? Sonst bringt... Sonst bringt das doch auch nichts. Wir brauchen die Menschen nicht mehr. Hylianer sadistisch geopfert. Ein Domspriester entzieht ihnen alle Energie. Bürger rebelliert. Jagt die Alpha-Abteilung und die Doms davon. Mit kleinen Gürkchen, jagt die Leute davon. Mit kleinen Gürkchen. Bürger, jagt die Leute mit kleinen Gürkchen davon. Ich hoffe, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg, indem wir dann hier auch zurückgehen. So, weil ich habe keine Ahnung, wo wir sonst hin müssen. Back to Double H. Wir sollen jetzt zu diesem Bereich extra hin. So, da oben bringt es uns nichts hinzugehen, weil uns das Dette da fehlt. Dafür müssen wir irgendwie zu dritt sein oder so. So. Double H, ich habe die Gefangenen gesehen. Es ist schrecklich, es sind Hunderte. Sagt er was? Dann nehme ich mal das hier. Speicher nochmal sicherheitshalber. Double H wird uns verstehen. So, schreiben wir auch. Okay. Ich konnte Keck und den Dom Z-Priester fotografieren. Ach, Keck hieß der. Während sie konspirierten. Wir haben sie, Miss Jade. Wir müssen unbedingt den Bericht über den Sender veröffentlichen. Page, sag etwas. Wir können immer noch die anderen retten. Wir müssen den Bericht mit dem Sender verbreiten. Kann ich ihm nicht irgendwas geben? Schade. Leider kann ich den halt auch nicht anstrahlen, ne? Na, ich werde jetzt... Ich werde jetzt zurücklaufen, in der Hoffnung, dass er vielleicht doch mal auch auftaucht, weil... Wir brauchen ja drei Leute scheinbar, um diesen Sender zu aktivieren auch. Mal schauen. Okay, eine kleine Sequenz. Jade ist ein wenig niedergeschlagen, oder was ist das, eine Nachricht? Shawnee, es ist unglaublich. Wir haben eine E-Mail vom Chef bekommen. Er lebt, Jade, er lebt. Hä? Paige! Sehr clever, diese Code-unter-den-Schuhen-Geschichte. Du hast sie gefunden? Hoffentlich hast du meine Einstellungen nicht verändert. Sie sind genau, wie ich sie gefunden habe. Mit Gestank und allem. Paige, ich... Du warst... tot, ich weiß. Aber du hast mich gerettet. Wie das? Du hast mich wieder zum Leben erweckt. Wie? Du bist nicht die, für die du dich hältst, Jade. Tief in dir war immer eine unglaubliche Energie verborgen. Jetzt endlich bricht sie durch. Und du beginnst es zu verstehen. Paige, die Kinder, sie... Ja, ich weiß. Auch entführt. Sie haben sie in das große Gewölbe gebracht. Der Landestreifen ist der einzige Weg hinein.
Wir müssen mit dem Schiff zurückkommen. Aber im Moment können wir nichts für sie tun. Wir sind viel zu wenige. Wir brauchen Hilfe, um die Mondbasis mit voller Stärke anzugreifen. Der einzige Weg, uns die Hilfe der Hylianer zu sichern, ist, Ninos Plan zu befolgen. Wir stellen den Bericht fertig und verbreiten ihn mit dem Langstreckensender. Okay, los geht's. Hört sich nach einem Plan an. Das war's. Ich habe May meinen Bericht geschickt. Okay, wir müssen zum Sender zurück. Und dann können wir den Bericht an ganz Hylles ausstrahlen. Sicher in ihrer Schale ist die Perle die Sklave der Ströme. Du hast uns nie etwas davon erzählt. Ich hatte Angst um dich. Angst? Vor was? Du bist nicht wie die anderen, Jade. Was soll das heißen? Na gut. Dann machen wir den. Setzen wir doch mal den Plan um jetzt. Apropos Plan, wie sieht's denn aus? Kann ich dem denn irgendwas geben oder so? Der hat 2, ne? Der hat 3. Wie war denn das? Wie kann ich denn einem aktives Prinzip geben? So. Ja, ist glaube ich okay. Haben die beide 3? Ich weiß, wie das ist. Ich war 16 Stunden in so einer Maschine. Ich dachte, ich käme nie wieder raus. Wie lange war jetzt? Ich war 3 Wochen da drin. Wollte ich gerade fragen. Wie lange war er denn da drin? Und er braucht kein Gegengift? Oder Gegenmittel oder sowas? Jade, danke, dass du mich gerettet hast. Bitte, bitte. Kein Ding und so. So. Hey, Moment mal. Das ist der Beluga. Du hast die olle Kiste ans Laufen gebracht. Ja, klar. Sehr witzig. Ich musste fast nichts machen. Du musst viel Zeit in das Baby investiert haben. War alles easy peasy. Oh, Entschuldigung, wenn ich jetzt gehen muss, aber ich... Ja, Sir. Schnell, alle in den Senderraum. 60 Millimeter Kraft. Den Schlangenlinien vor. Da ist ein der Seite im Mondbereich. Oh Gott. Halt durch, wir sind fast beim Sender. Achso, das ist nur ein Fenster. Ich wäre jetzt gerade hier einfach geradeaus weitergelaufen. Da kommt mal alle mit hier. Boah, die ist echt schnell. Hochleistungsgeschwindigkeitsbahn. Die zecht immer noch hier.